So, ich hole euch noch mal ganz kurz dazu, weil ich ein schönes Panoramafoto für mein Thumbnail auf YouTube entdeckt habe. Ja, und falls ihr euch fragt, ich habe noch nicht viele Thumbnails hochgeladen, ja. Die werden wahrscheinlich in... mal gucken, wenn ich sie mache. Na, das war falsch. Wie gesagt, die werde ich in den nächsten Tagen mal so... Ja, mal hochladen, ne? Mal jetzt davon Foto. Ich bräuchte eigentlich was mit Tier drauf, wa? Oder sieht das vielleicht besser aus? Loading. Ach nee, vielleicht finden wir noch ein schöneres Panoramafoto, aber das ist doch erstmal. Ah, guck mal, das sieht doch schön aus. Gut, ich laufe weiter in Richtung Tal. Yep, das Tal ist mir vollkommen entfallen da vorne. Da werde ich auch nochmal schnell reingucken. Und dann gehen wir unseren gewohnten. Ja, das ist. Ach, das ist die von vorhin. Ah, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Oh, da ist mir eine tolle Idee gekommen. Müsst ihr kurz hinhalten für. Müsst ihr Verständnis haben. Und zwar, das wird doch ein schönes Thumbnail, wenn wir doch mal hier mal ein Tierchen drauf hätten. Ja, vielleicht wäre das schön. Ja, ich könnte natürlich auch mit ordentlich hochauflösenden Screenshots in meinem Thumbnail machen. Das Problem ist nur, ja, bei der Größe sieht man es nicht. Ja, also von daher. Na, hallo, Musi, Musi, Musi. Ja. Natürlich ist jetzt die Frage, wo ist das Vieh? Ja. Ich denke mal, das ist eine gute Frage. Hallo. Ich sehe den Elch aber auch nicht. Ach, ist mir jetzt egal. Oder ist es der da oben? Nee. Na gut, wie gesagt, ich gehe jetzt schön in den Canyon hier rein. In das Tal, kann man ja nicht Canyon nennen. Und dann... Ja. Dann melde ich mich wieder, wenn ich etwas Interessanteres außer einer Schneewelt gefunden habe. Das kann lange dauern. Bis gleich. Oh, oh, Leute, ich habe was gefunden. Und zwar, es ist eine Hirschkuh, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und davon mache ich jetzt ein schönes Bild. Ja, guck mal, ja, das ist schön. Guck mal, so ein schönes Thumbnail. Ja, so. Aber ich weiß nicht, soll ich sie bejagen? Ich habe irgendwie Mitleid mit der. Vor allem, weil mir gerade eine die ganze Zeit hinterhergerannt ist. Ja, klasse, ich sage, ich habe Mitleid mit ihr. Und was mache ich? Ich hole die Waffe raus. Gut, ja, ich denke mal, die lassen wir am Leben. Wir lassen sie ziehen. Aber ich hätte sie noch fair aufklären können, wa? Ja, na klasse. Super aufgeklärt, super aufgeklärt. Muss ich mir mal wieder total auf die Schulter klopfen, ja. Och, nö. Das ist die, die mir die ganze Zeit folgt, ist total nervig. Naja, gut. Ein kleiner Zwischenstopp mit einer Elchkuh und da. Ah, ich will nicht, ich will B haben, ich will B haben. Jetzt schnell aufklären. Komm, 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 komm. Ja. Ah. Willst du mich verarschen?
recht schnell. So, jetzt aber aufgeklärt. Und ja. So, mehr wollte ich gar nicht. Und ich habe meinen Kurs mittlerweile geändert. Ich bin halb durchs Tal durch und jetzt werden wir hier zu diesen kleinen zwei Teichen gehen. Und da habe ich auch schon den ein oder anderen schönen Elch gesehen. Und mit diesen Worten mache ich mich wieder auf die weite Reise in längst vergessene Welt. Und der Schnee rieselt sanft vom Himmel. Die Vögel zwitschern. Und die Füchse machen Jagd auf, keine Ahnung, auf die Rehe oder so. Mit diesen schönen Worten melde ich mich gleich wieder. Wenn es heißt, Elch gesichtet. Ach du meine Güte, scheiße Leute, 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 hier, da, schaut. Ein Braunbär. Gut, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Weiblich ist egal. Holen wir dem gleich die Knarre raus. Anvisieren. Und. Sehr schön. Uiuiuiui. Noch so eine kleine Zwischentrophäe. Das war jetzt wirklich überraschend. Ich kam gerade hier diesen kleinen Hockel hoch. Und dann sehe ich da im Augenwinkel so den Bär. Und dann dachte ich mir so, was zur Hölle? Wieso? Aber, tja, da ist uns wahrscheinlich der Gott der Jagd sehr gesonnen. Und so eine Chance lassen wir natürlich nicht verziehen und ja, haben ihn mal schnell erlegt. Wahrscheinlich war es ein glatter Herzschuss und damit ist er auch gleich niedergestreckt worden. Und haben wir noch Glück gehabt, ehe wir ewig die Fährte folgen und so. Sieht ein bisschen schwanger aus. Ja, guck, schön ist hier. Die sind auch riesig, die Bären. Nee. Rechtes Vorderbein, linke Lunge, linke Lunge. Ja, rechte Lunge, linke Lunge. Einmal durch die Lungen durch, okay. 19,252, ja, das ist sehr wenig, sehr klein. Ja, gut, aber. Soll uns nicht stören. Und zwar, und ich hätte natürlich auch versuchen können, mit dem Bogen zu erlegen, der bei weitem nicht genügend Durchschlagskraft hatte. Hätte. Los, komm. Ja, und jetzt rein so, ja. Kann der nicht hochgucken? Guck mal, wenn man weiter wegstellen, sieht der Bär größer aus. Hahaha. Sehr schön. Und. Otto, ja, so ein Riesentier. Ah, schöne Zwischentrophäe. Sehr schön. Finde ich klasse. Heute ist ein guter Tag. Und vor allem der Schnee. Guckt euch das an. Es schneit. Wundervoll. Manche Spiele haben es bis heute noch nicht geschafft, Schnee hinzuzufügen. Beispielsweise, lass uns überlegen, World of Tanks. Ah ja, genau. Da war ja was, ne? Bei World of Tanks jetzt auch mittlerweile neu dazugekommen. Regen. Richtig harte Hunde sind sie. Kann man richtig was mit anfangen. Ja, ist auch das einzig Gute, was ich über World of Tanks sagen kann. Ah ja. Na gut, wir sind dann nicht hier, um über World of Tanks oder irgendein anderes Spiel zu reden. Und zwar sind wir hier, um. Um auch hier sind wir nicht hier, um Rehe zu jagen. Wir sind hier, um ein paar Elche zu erlegen. Und das werden wir natürlich auch tun. Und zwar gleich, wenn ich auf welche gestoßen bin. Bis gleich. Oh, Leute, ihr werdet nicht erraten, was ich gerade gehört habe.
Ich habe einen Ruf eines höchstwahrscheinlich männlichen Elches wahrgenommen. Und ja, ich musste eine Pause machen, weil bei mir gerade der Ruf so verflucht laut war. Da ist er. War er nicht noch gerade noch weiter da vorne bei uns? Wartet, da hole ich natürlich unser ganz schlaues Duftspray raus. Jetzt verziehen wir uns mal hier ganz leise. Wenn wir Glück haben, erwischen wir einen dieser unglaublichen Riesen. Naja, ich bin ein gewiefter Jäger. Hoffe ich jedenfalls. Wir werden es ja sehen, wenn ich nicht gewieft genug war, dann liege ich dann im Dreck. Oha. Oha, oh, Hallöchen. Na, wie geht's denn meinem Kollegen, ne? Oh, das ist noch ein ganz kleiner. Die Schaufeln sind ja mini. Trotzdem ist mit Elchen immer noch nicht zu spaßen. Hätten wir jetzt etwas Leises, wie eine Armbrust, dann könnten wir natürlich versuchen, weil ich glaube mal, das sind zwei männliche Elche. What? Das war nicht die Tat. So. Ich dachte jedenfalls, es wären zwei und deswegen warte ich jetzt noch auf den zweiten. Wenn es denn einen zweiten gibt. Ach, da vorne ist er. Den hätte ich fast übersehen. Den hätte ich wirklich fast übersehen. Na, gucken wir nochmal. Ja, sehr, sehr kleine Schaufeln. Das ist ja noch ein Jungtier, obwohl er doch noch ziemlich groß wirkt. Ist er noch ein kleiner. Einer der lieben Kleinen. So, aber wichtiger ist doch jetzt, ob hier noch ein zweiter rumlungert. Ja, ha, mein Spürsinn. Oh, das. Oh, komm. Ja, das wird jetzt gefährlich. Oh, ja, lalap. Gut, jetzt ist die Frage. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Welchen von den beiden erlegen wir? Ich glaube, der ist der größere. Deswegen kriegst du einen ab. Na, muss ich noch einen Fangschuss ansetzen? Gut, dann musste ich diesmal zweimal schießen. Aber ehe ich jetzt ewig hinterherrennen muss. Ist natürlich besser, wenn ich ihn gleich erlege. Aber das waren so ziemlich kleine Exemplare. Ja, das war ein bisschen blöd. Ich hatte eigentlich jetzt mit einem großen und einem kleinen gerechnet, aber es sind scheinbar zwei kleine geworden. Na gut, ein kleiner und noch kleinerer. Schade eigentlich. Aber gut. Da war gar nichts, oder? Na, egal. So, schauen wir nochmal. Lunge. Ach, okay, der erste Treffer war sowieso Lunge Herz. Na gut, da hätte ich nicht nochmal draufschießen müssen. Aber sicher war sicher in dem Moment. Eigentlich, wenn ich da vorne hochschieße, kann es ja nur Lunge oder Herz sein. Und Herz sinkt da sofort zusammen. Ja, der zweite Schuss hat die sofort niedergestreckt. Ist immer so gemein, wenn man die Tiere so liegen sieht und dann mit ihren großen Kulleraugen. Oh. Gut, gucken wir mal. 109, ja, der war jetzt wirklich. Oh. Der erste Schuss war rechte Lunge und der zweite noch Magenherz. Oh nein. Tja, Liebe geht halt durch Magen. Den werde ich jetzt nicht fotografieren, weil er sich nicht lohnt.
Gut. Unser zweiter Ich heute. Aber Resümee momentan. Wir haben einen Braunbär, einen weiblichen und zwei männliche Elche. Ja. Nun kann sich schon langsam sehen lassen für die Zeit, die wir unterwegs sind. Ist noch nicht so lange. Und mit diesen Worten sage ich bis gleich.